Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft mit ganz genau. Und wir sind wieder an der Oberfläche, haben ganz viele tolle Sachen mitgebracht und wir sollten uns ein paar Pfeile machen. So. 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 Ja, bitte, sag ruhig, sag ruhig. Es ist keine Nacht, es ist Tag und wir haben, wer glaubt es denn nicht, 13 Diamanten gefunden. So viele. Die können wir gut gebrauchen. Und noch ein bisschen Erde, die können wir hier leider nicht reinschmeißen. Da ist Gold drin, dann schmeißen wir hier gerade auch noch Gold dazu. Hier ist Eisen drin, dann schmeißen wir da gerade noch Eisen dazu. Haben wir hier noch Platz für ein bisschen Eisen? Nein. Wir brauchen auf jeden Fall neue Truhen. Aber das macht nichts, wir haben ja auch genug Holz. Ja, wir können auch gleich raus. Wir müssen erstmal noch ein paar Truhen erstellen. Was? Das habe ich nicht verstanden. Was sollte das heißen? Ja, stimmt. Wir haben auch Fledermäuse umgebracht. Es war nicht meine Schuld. Tiny hat mich dazu gezwungen, diese armen, vom Aussterben bedrohten Tiere zu töten. Tiny ist einfach brutal. Ja, aber Fledermäuse sind liebe Tiere. Oder hat dir schon mal eine Fledermaus, jetzt lüg nicht, hat dir schon mal eine Fledermaus etwas getan? Was? Das sind immer noch die Diamanten. Oder meinst du das hier? Das ist Da oben. TNT Da Dynamite. oben. Nein, ja, diese Binnennetz. Das? Nein. Da ist das Spinnennetz. Das ist Knochenzeugs. Von der Binne. Ja, das ist Spinne. Das ist das Binnenauge von der Nein, Binne. das ist einfach nur ganz normal von der Spinne. So, so, so. Hier kloppen wir gerade mal den Kies rein. Falls wir uns irgendwann einen schönen Weg machen wollen. Und den Was ist Sandstein. Klattersandstein. Gemeißelter Sandstein. Hier hauen wir jetzt die Erde rein. Und hier die Steine. Nein, ich meinte das sinnbildlich gesprochen, nicht wörtlich. Wir legen die Erde da rein, meinte ich. So, ja, wir haben doch direkt noch was Sinnvolles erreicht. So, so viele Bögen schon wieder. Wir tun jetzt immer den schlechtesten Bogen in die Benutzung nehmen. Schleppen aber nicht so viele mit. Und wir werden jetzt ein paar Bäume fällen. Und als nächstes dann versuchen. Na. Oh, es ist ja Nacht. Dann legen wir uns erstmal schlafen. Guck. Guck mal, die Vögel zwitschern, die Creeper creepen. Und die Pfeile pfeilen. Mutig wie immer schießen wir aus weiter Entfernung auf die Creeper. Er war hell. Er war Nacht. Ja, eben war es noch Nacht. Er war hell. Er war dunkel. Ach, wie viele Creeper hier rumcreepen. Er war dunkel. Hey, der hat uns, glaube ich, gesehen. Das nützt ihm nur nichts. Oh, hast du gesehen? Ich habe den Skelett gesehen. Der wird gleich auf uns schießen. Oh, das war ganz gut, der hat uns nur einmal getroffen. Oh, guck mal, hier wachsen die Pilze immer mehr. Das heißt, wir können uns bald mal eine Pilzsuppe machen. So, ja, ich bin dafür, dass ihr in den Kommentaren jetzt mal schreibt, was ich aus den 13 Diamanten machen soll. Ich hätte gern auf jeden Fall eine Spitzhacke gemacht. Ich hätte nur gern von euch das Okay. Kann ich eigentlich hier einen Riesenpilz draus wachsen lassen an der Ecke? Wäre eigentlich schon ziemlich cool. Wir gucken noch mal, ob wir hier unten einen Creeper übersehen haben, den wir jetzt noch töten können. Wäre nicht schlecht.
Wenn nicht, dann fangen wir an, unsere Bäume hier abzuholzen. Oh nein, ich sehe gerade, was wir wichtigerweise machen müssen. Unsere Felder abernten. Da können wir dann. Siehst du, zack, 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 zack. Dann können wir nach einem rüber gucken. Haben wir doch eben. Wir können auch hier in der Richtung mal gucken. Unten ist noch eine böse Spinne. Es war dunkel. Wir können auch mal eine Folge lang nur angeln. Da war ein Bienenauge. Ich habe eben einen Zombie gehört, du auch? Nein, nein, du hörst die ja immer nicht. Wieso höre ich immer nur die Zombies? Ich bin nicht verrückt. Nein, sie sind wirklich hier. Es gibt Zombies. Ich habe sie doch mit eigenen Augen gesehen. Sie sind überall. Wo sind die Zombies? Jede Nacht, wenn es dunkel wird, kommen sie aus ihren Löchern gekrochen. Da ist ein Punkt. Ja, den habe ich auch gesehen. Hallo, Punkt. Siehst du, der hat geantwortet. Bling, hat er gemacht. Tut mir leid, lieber Baum, aber wir müssen dich da wegmachen. Ja, wir brauchen das Holz doch. Das versteht der Baum ganz bestimmt. Er muss den. Er muss den. Weil wir ihn aus. Wie ein. Haus, Baumbau, mache. Achso, wir machen ein Baumhaus aus dem Holz, okay. Stimmt, wollten wir auch noch irgendwann mal bauen. Lass mich erstmal jetzt ein bisschen Holz fällen. Dann wollten wir auch erst nochmal ein Dorf suchen und wir wollten noch angeln, damit wir wieder was zu essen haben. Können wir angeln? Ja. Wir jetzt schon angeln. Jetzt schon? Och nee, du. Lass mich erst noch das Holz hier wegfällen, dann können wir meinetwegen anfangen zu angeln. Müssen uns auch erst noch eine Angel bauen. Sollte ja jetzt mit dem neuen Holz kein Problem mehr sein. Können wir aus Holz eine Angel bauen? Aus Holz und Spinnenfäden. Ja. Ja, so geht das hier in Minecraft. In wirklichen Leben nicht. Ich habe selten jemanden mit Spinnenfäden angeln sehen. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nie. Ach, ich muss auch mal wieder angeln gehen. Angeln ist toll. Einfach da sitzen, stundenlang nichts tun, außer warten. Und warten. Und warten. Habe ich schon erwähnt, dass man auch noch warten tut? 64 Bäume. Nein, ganz so viele waren es nicht. Es hätten theoretisch so 10 Stück sein sollen. 30? Nein, 10. Den da hinten lassen wir nochmal stehen, der sieht schön aus. Der hat sich prächtig gemacht, den lassen wir mal da. Wir wollen ja auch ein bisschen was für die Umwelt tun, nicht nur immer abholzen. Tut uns leid, Bäume. Wir müssen die Bäume aufsammeln. Ja, wir tun doch ganz viele neue Bäume immer pflanzen. Die verstehen das schon. Ich hab Angst. Du hast Angst? Wovor denn? Wovor hast du Angst? Och, du rülpst doch jetzt nicht. Was sollen denn die Leute von dir denken, wenn du hier einfach so böse rumrülpst? Ja, das würde ich aber auch sagen. Ist doch nicht okay? Einfach so rumrülpsen. Ja, du lachst jetzt. Bisschen hier sortieren. Wenigstens halbwegs sortiert. Dann lassen alle reine Kinder mich aus. Nein, die Kinder lachen dich nicht aus, wenn du rülpst. Die freuen sich vielleicht. Hehehe, der hat gerülpst. Hehehe.
Das war aber lustig. Stimmt, ich brauche ja nur zwei Schnüre. Zack, jetzt haben wir eine Angel. Wie können wir angeln? Mal gucken, wir versuchen es zumindest mal. Seien wir uns, stellen uns zu blöd an. So. Na, Vorsicht. Jetzt haben wir mal wieder ein paar Fackeln dabei. Sicher ist sicher. Ach, wir könnten ja eigentlich noch ein paar Fackeln draus machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Na? Ach. Jetzt komm schon. Und damit wir beim Angeln auch gesund leben, nehmen wir uns den Apfel mit. Auf ans Meer. Ja, da sind noch so viele. So. Wird es jetzt eine gemütliche Folge. Nachdem wir so lange in der Höhle rumgeirrt sind, haben wir uns diese Ruhe am See mal verdient. Mal sehen, ob ich überhaupt noch angeln kann. Ja, natürlich erstmal einen Falschklick gemacht. So. Ja. 13 Diamanten, wer hätte es gedacht? Ich habe gedacht, wir können noch 20 Folgen machen und kriegen keinen. Ne, jetzt war ich zu langsam. Und kriegen keinen. Was ist denn los hier? So viele Fische und ich kann keinen einzigen an Land bringen. Ja, mir wäre ganz lieb, wenn wir daraus eine Diamantspitzhacke machen könnten. Und eventuell noch einen Zaubertisch. Und gucken, was wir dann noch übrig haben. Müssten theoretisch 8 Stück noch übrig bleiben. Das könnte für eine Diamanthose lang. Dafür brauchen wir nämlich 7 Stück. Sind die Fische lieb? Ja, es könnte auch für einen Diamantharnisch lang. Dafür Papa, brauchen wir auch 8 Stück. Sag nochmal, sind die Fische lieb? Ja, die Fische sind sehr lieb. Und die Monster nicht sind lieb? Es gibt auch Erfahrungspunkte fürs Angeln. Die Monster sind im Generellen nicht lieb. Es sei denn, du siehst es so, dass die Monster lieb sind und wir die Bösen und die Monster sich nur verteidigen, weil sie wissen, dass wir sie eh töten wollen, nur um an die Rohstoffe zu bekommen. Dann wären die Monster wiederum lieb und wir wären der böse Mensch. Nein, die Monster sind böse. So. Hier können wir diese Schafrät. Da ist doch kein Schaf. Du hörst ein, ja, ich höre ein Schaf aus weiter Ferne. Klingt es vom Felde her. Ne, von der Weide, nicht vom Feld. Da hinten? Nein, das ist kein Schaf. Du meinst im Wasser. Das sind Tintenfische. Ja, wenn wir die liebevoll zum ewigen Schlaf betten, dann bringen die uns doch Tintensäckchen. Aber wir können gern mal da hinten auf diese kleine Insel, wir nennen sie jetzt einfach mal Sylt, hinüberschwimmen. Guck, hast du gesehen, wie viele Tintenfische da immer aufgetaucht sind? Ich glaube, wir haben den falschen Köder mitgenommen. Was meinst du? Raus. Oh, ein Fisch bekommen. Siehst du, jetzt läuft's. Das habe ich schon ein paar Mal gehört, dass man abends besser angeln kann. Ja, zu langsam. Ich weiß es leider nicht. Ich war nämlich abends selber noch nie angeln. Ich bin immer nur vormittags angeln gewesen. Vielleicht sollte ich auch mal abends angeln gehen. Wenn das Wasser ruhiger ist. Die Umwelt ruhiger ist. Ja, es wird gerade dunkel, du. Gleich kommen ein paar Monster. Ich hätte aber gern noch einen Fisch gefangen, einen weiteren. Den musst du noch fangen. Den können wir nicht fangen, den können wir nur mit einem sanften Schlag auf den Hinterkopf ins Jenseits befördern. Können wir ihn befördern mit einem Schlag auf den Kopf? Du meinst ihn töten. Auf geht's! Miau. Hau nicht ab, wir wollen nur deinen Tintensack. Mann, haben wir ein Glück, dass diese Tiere
so friedfertig sind. So, und jetzt gucken wir hier nochmal rüber zu der Insel, zu der du wolltest. Ja, das ist Monster. Da hinten ist auch noch eine Insel, also so ein Höhleneingang. Siehst du Monster? Ich sehe, ah ja, doch, da hinten. Da sind Skelette. Dünn, 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 dünn. Wir essen unter Wasser gekonnt einen Apfel. Du, 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 du. Schleich uns an wie der weiße Hai. Bereit? Die schnappen wir uns. Ja. Okay. Sie haben uns noch nicht gesehen. Jetzt, schnell. Wir haben einen Überraschungsmoment auf unserer Seite. Der andere haut. Und das Schwert natürlich. Der andere ist abgehauen. Nein, der hat seinen Freund Rückendeckung gegeben. Der hat ihn verteidigt. Der ist nicht abgehauen. Der hat mitgekämpft. Der hat seinen Freund nicht im Stich gelassen. Doch es hat ihm nichts genutzt. Gegen Tiny und Quasselstripper kommt keiner an. Oh, was ist das da hinten? Das da. Dieses hier scheint mir eine Kuh zu sein. Ach, stimmt, das ist dieser coole Berg. Das sieht ja richtig... Nein, das da hinten ist der coole Berg. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Bah, das sieht ja wieder cool aus. Da ein schönes Schlösschen drauf. Ach, ich darf so ein Zeug nicht erzählen. Am Ende steht in den Kommentaren, geh da zurück. Zur Minute so und so viel. Bau da ein Schloss. Um Gottes Willen. Da unten. Guck mal, da ist unser Haus. Hallo, Haus. Haus, das vermisse ich. Mal da in der Höhle mit so viel Haus. Okay, wir vermissen das Haus, aber wir müssen hier in die Höhle. Ihr habt Tiny gehört. Wir machen aber nur ein bisschen Licht. Ja, ich... Oh, wie geil. Siehst du, was ich sehe? Das ist ein Skelett-Spawner. So eine Sauerei. Keine Truhe. Guck dir das an. Ein Skelett-Spawner-Raum ohne Truhe. Das ist doch eine Frechheit, ist das doch. Da können wir eine Monsterfalle draus machen. Also das heißt eine Monsterfalle, so eine Monsterfarm. Weil Knochenmehl kann man immer gebrauchen und Erfahrungspunkte sowieso. Müssen wir uns merken. Wir suchen hier alles ab. Und überall hier sind coole Höhlen. Die haben wir gar nicht gesehen, weil wir nie so weit ins Wasser gegangen sind. Oder wir haben sie gesehen und hatten es wieder vergessen. Ist da vorne nicht was bewegt? Ach, das ist nur ein Schaf. Hallo, liebes Schaf. Hier habe ich auch immer die Zombies gehört, wusste ich es doch. Okay. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Schön, wie sie einer nach dem anderen kommen. Wie in einem schlechten Film. Hm, nam, 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 nam. Ich habe dich schon gesehen, keine Angst, ich habe dich doch nicht vergessen, lieber Zombie. Ach, der hat ernsthaft gedacht, ich hätte ihn versehentlich vergessen. Nein, nein. Bei uns kriegt jeder Zombie die Hucke voll. Uah. Der Zombie kann ihn nicht töten. Mann, Mann, Mann. Wir sind wieder in Bestform unterwegs. Der Zombie doch lieb. Besser in Best als in Asbest. Oh, 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 war der wieder mies. Na Jungs, wo kommt ihr her? Vom Shoppen? Ich wollte eigentlich deinen Kollegen hinten dran erwischen. Jetzt mach doch mal Platz. Der Schaf muss noch ein Weibel. Ich frage mich, wo die herkommen. Hier haben wir doch extra alles beleuchtet. Ach, jetzt komm schon. Wo sind die jetzt hergekommen? Ist es hier noch so dunkel, dass die hier auftauchen können, oder kamen die von draußen? Wahrscheinlich kamen die draußen vom Walde her. Au. Gut, ja, hier haben wir ausgeleuchtet, also nichts wie zurück zu unserem Haus.
müssen eh jetzt noch an ein paar Monstern vorbei. Ist hier irgendwo ein Creeper? Nein, aber ein Skelett. Da! Ich habe gerade einen Zombie. Ja, ich sehe, da hinten sind drei Creeper oder so. Was sag ich? Drei Creeper. Vier Creeper, okay. Boah. Mann, ey. Ohne Bogen hätten wir da echt richtig was zu kauen gehabt. Da hinten ist ja noch ein Creeper. Langsam langt's aber mal. Oh, den dürfen wir ja nicht angucken, den bösen schwarzen Mann. Das klingt immer so rassistisch, aber so ist es überhaupt nicht gemeint. Böser schwarzer Mann. Schnell in unsere Hütte. Ich kämpfe sehr gerne gegen Monster, aber ich will jetzt auch unsere Fische noch braten. Und dafür müssen wir in einem Stück daheim ankommen. Dann schmeißen wir gerade mal hier unsere Fische. Nein, hier unsere Fische rein. Holen hier noch das restliche Eisen raus. Schmeißen es hier rein. Ach, da haben wir keinen Platz für Tintensäcke. Okay. Aber das können wir da reinschmeißen. Gut. Dann legen wir uns gerade nochmal schlafen. Und dann war es das auch schon wieder mit dieser Folge und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Let's Play Minecraft mit Tani. In der letzten Folge haben wir. Wir sind doch noch gar nicht fertig mit der Aufnahme. Du musst erstmal noch Tschüss sagen. Nochmal. Ja, aber erstmal musst du noch Tschüss sagen. Nicht Tschüss sagen. Okay, dann sage ich's. Tschüss.